Name ist Claudia. Ich bin Inhaberin der Vitalschmiede, Sportwissenschaftlerin und Bewegungsmensch aus Leidenschaft. Und wenn du Lust hast, zeige ich dir in meiner 14 Tage kommenden Bewegungschallenge, was du tun kannst, um wieder mehr Bewegung in deinen Alltag zu bringen. Heute machen wir was zum Thema Kräftigungsübungen, und zwar für die Oberschenkel und die Gesäßmuskulatur. Zuerst starten wir mit der klassischen Kniebeuge. Du setzt dich auf deinen Sessel, auf deine Bank hin. Oberkörper ist aufrecht und gerade und drück dich nach oben in den Stand und geh wieder tief. Die Übung kannst du von deinem Schreibtischsessel aus machen oder zu Hause bei der Couch. Wichtig ist, dass das Gesäß nach hinten Richtung Bank geht, der Oberkörper schön aufrecht bleibt. Oh. Du gehst hoch und tief. Dazwischen schau, dass du dich nicht mehr ganz hinsetzt. Kurz vorher bremsen und beim Hochgehen fest das Gesäß anspannen. Hoch und tief. Beine sind parallel, Knie parallel. Schau, dass die Knie nicht nach innen fallen. Drück die Knie eher eine Spur nach außen. Jawohl. Hochdrücken. Und tief. Noch vier. Noch drei. Zweimal. Letzte Mal und stopp. Zweite Übung ist schon ein bisschen herausfordernder. Du legst ein Bein auf die Bank. Das zweite Bein lässt du vorne stehen. Du gehst mit dem rückwärtigen Bein tief, das vordere Knie bleibt hinter der Zehenspitze, der Oberkörper wieder aufrecht und drück dich mit dem einen Bein hoch. Geh so weit wie möglich nach unten und wieder nach oben. Schultern ziehen hinten tief, Oberkörper ist aufrecht. Denk an dein Knie. Und stopp. Und wir wechseln auf die andere Seite. Standbein wieder hinstellen. Zweites Bein hinten drauflegen. Oberkörper gerade. Und zieh tief. So weit wie möglich. Und hochkommen. Knie schön außen halten. Ja, die Übung ist anstrengender. Brauche ich mehr Kraft in einem Bein. Jawohl. Und gleich ein bisschen koordinativ herausfordern. Noch vier. Noch drei. Zweimal. Letzte Mal. Und stopp. Ausschütteln, auslockern. Schau, dass du 15 bis 20 Wiederholungen von diesen Übungen machst. Wenn das zu leicht ist, mach die schwierigere Variante oder steiger die Wiederholungen. Du sollst schon ein bisschen was in der Oberschenkelmuskulatur spüren. So, das war's wieder. Wenn du Lust auf mehr hast, dann sei morgen wieder dabei bei der 14 Tage Komm in Bewegungs-Challenge. Und denk dran, bleib in Bewegung, tu was, aber nur das, was gut für dich ist. Ciao!